Schneegesellschaft, La Sociedad de la Nieve. Leute, Schneegesellschaft, guckt den Film, checkt ihn ab. Ich weiß, auf Deutsch hört sich das richtig, richtig billo an. Schneegesellschaft hört sich so an, als ob das irgendwie so ein Schulfilm ist oder sowas. Also hat es zumindest für mich so angehört, als ob das so voll ein langweiliger Film ist. Der ist unfassbar gut. Wenn ihr Spanisch sprecht, guckt ihn auf der Originalsprache. Und Seven Wars Wild ist einfach so viel besser. Also die vierte Staffel ist so viel besser, wenn ihr diesen Film gesehen habt. Da versteht ihr auch viele Sachen. Oh mein Gott, Seven Wars Wild hat einfach einen Film nachgestellt. Sozusagen die Neuverfilmung. Die sind jetzt für die Oscars nominiert, also beziehungsweise wollen die jetzt die Oscars haben oder was? Das ist richtig krass, einfach nur. Okay, Expedition zum Absturzort. Fritz hat einfach, ja, Flug 571 nochmal gesucht. Richtig, richtig krass. Also es beruht auf wahren Begebenheiten, ne? Die haben wirklich 72 Tage gefangen im Eis gelebt. Das ist schon sehr, sehr heftig, Leute. Also eigentlich nicht zu lachen. Also gar nicht zum Lachen. Ja, lass mal reingehen. Träumst du auch davon, dein eigenes Abenteuer zu erleben? Geil, dass er direkt auch in Schneeklamotten angekommen ist, ne? Egal ob in fernen Ländern oder im heimischen Wald. Im BW Online-Shop findest du unter tausend Artikeln alles für dein nächstes Abenteuer. Bist du bereit, loszulegen? Hier findest du alles auf einen Blick. Hey Leute, mein Name ist Fritz Meinecke und ich bin Abenteurer aus Leidenschaft. Und in dieser Serie nehme ich Geil. euch mit auf spektakuläre Expeditionen. Alter, geil. Geile Schnitt, also wie so wie das geil, geile Transitions, mega geil. Weltweit. Boah. Seit wann sind Fritz Meinecke Videos so krass geworden, Leute? Also ich habe lange nicht mehr reingeguckt, ne? Aber die sind ja richtig heftig. Holy moly, ey. Ich kenne ihn einfach noch von seinen Lost Places. Oh mein Gott, und da wurde irgendwann sein, wurde er überfallen. Das war richtig heftig. Aber was ist denn mit Fritz passiert? Der hat ja in den letzten ein, zwei Jahren auch nochmal richtig. Boah, Alter, was ist das denn? Crazy. Wild, wild, wild. Sieht krass aus. Facing the Unknown. Ey, ist das eine TV-Produktion? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Facing the Unknown. Ist ein geiler Titel auf jeden Fall. Hört sich gut an. Leute, was geht? Willkommen in Argentinien. Vor über 50 Argentinien. Jahren gab es hier einen spektakulären Flugzeugabsturz. Die Überlebenden mussten sich von den Körpern der Toten ernähren und waren 72 Tage lang im Eis gefangen. Gemeinsam mit Max und André sind wir auf den Spuren vom Flug 571 unterwegs und wollen das Gebirge bis nach Chile überwinden. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Ihr seid mit dabei. Lasst das Abenteuer beginnen. Der 13. Oktober 1972, Flug FAU 571 von Montevideo, Uruguay nach Santiago de Chile. Boah, also richtig, richtig krass. Besonders, ich war ja in Chile, ne? Dieses Gebiet, Leute, also das ist nicht mit Deutschland oder mit diesen ganz normalen Gebieten hier, Bergen und so zu vergleichen. Das ist gigantisch dort. An Bord 40 Passagiere, die meisten Spieler eines uruguayischen Rugby-Teams, dazu 5 Mann Besatzung. Beim Überfliegen der Anden unterläuft den Piloten im Nebel ein fataler Fehler. Sie steuern die Maschine mitten ins Gebirge hinein und auf rund 4000 Höhenmetern streift das Flugzeug einen Felsen und stürzt in eine Schlucht. 13 Insassen sterben sofort bei dem Absturz. Die anderen kämpfen wochenlang ums Überleben. Aber wie, Leute? Also, falls ihr den Film nicht gesehen habt, ihr müsst ihn unbedingt sehen. Das ist wirklich krass, wie die ums Überleben kämpfen. Der Hunger zwingt sie schließlich, das Unglaubliche zu tun. Sie essen das Fleisch der Toten. Ja, und im Film haben die auch dann noch so gesagt, so, jo, wenn ich sterbe und sowas, ihr dürft mich essen und so. Also richtig, richtig, also richtig, richtig heftig. Also super krass. Der Film ist auch ein bisschen länger, ne? Ich glaube, so 2 Stunden oder sowas.
Aber der ist wirklich krass. Nach 60 Tagen wagen zwei Männer einen gefährlichen Marsch über die Berge, um Hilfe zu holen. Was ihnen am Ende gelingt. Das Ereignis wurde als das Wunder der Anden bekannt. Ja. Ey, überlegt, die hätten auch einfach in die völlig verkehrte Richtung gehen können, ne? Beispielsweise einfach in so, ne? Weil Anden, die sind ja, ne? Also Chile ist ja so, ne? Die hätten ja einfach so, statt so oder so gehen können. Oder in die Richtung, wisst ihr? Katastrophe, also wirklich Katastrophe. Weil die sehen ja nur Berge, sag ich mal, ne? So Berge über Berge über Berge. Deshalb, boah, das ist wirklich ein Wunder. Das ist einfach nur krass. Unsere Mission ist es, die Route der Überlebenden nachzulaufen. Doch zunächst fliegen wir von München nach Madrid und dann 11.000 Kilometer südwestlich nach Montevideo, die Hauptstadt Uruguays. Dort, wo der Unglücksflug vor 50 Jahren startete. Roberto Canessa ist einer der Überlebenden und eine Schlüsselfigur in der Geschichte über Leben und Tod. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, so das Gespräch mit dem Zeitzeugen vor Ort, darauf war ich schon sehr gespannt. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Die haben Zeitzeugen drin. Weil ich auch weiß, ja, das ist einfach nochmal eine andere Dynamik, wenn jemand aus erster Hand das erzählt. Der 70-jährige Arzt war damals Student. Ach du meine Güte, Leute, überlegt mal. Arturo. Oh, den Namen hat man auch gehört hier. Crazy. Ich will mir das ganz kurz nochmal angucken. Boah. Also ihr seht, das war eine sehr, sehr kleine Maschine. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein 747-Maschine oder sowas. Ne? Sehr, sehr kleine Maschine. Was wieder für Seven Wars Wild spricht. Die haben ja auch eine sehr kleine Maschine, ne? Boah, das Seven Wars Wild ist so gut. Also besonders, wenn man diesen Film gesehen hat. Crazy, Leute. Unfassbar. Und ihr seht, wie viele Leute hier gestorben sind, ne? Also Kreuz, ne? Kreuz, logischerweise für, ne? Leider gestorben, verstorben und so. Das ist krass. Und das ist das Flugzeug und da habe ich gesessen. Und hier saß der Kumpel, der fast sein Bein verloren hat. Und hier saß das Paar, das gegen die Wand der Toilette gedrückt worden ist. Die waren sofort tot. Und Vicentin hat überlebt. Wegen der Sitze? Ist aber von den Sitzen getroffen worden, die nach vorne geflogen sind, ja. Die Überlebenden werden zu einer Schicksalsgemeinschaft, an einem Ort, an dem noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Wo auch kein Mensch hingehört, ey. Es ist unglaublich, was in solch einer Situation passiert. Ich denke, wir waren eine Art Society of the Snow, eine Gesellschaft im Schnee. Wir haben uns von Rugby-Spielern und sonnengebräunten Uruguayern in Bergmenschen verwandelt, um zu überleben, um uns an die Lage anzupassen. Um nicht zu erfrieren. Wir haben Trinkwasser gewonnen und uns Kleidung gemacht und die Toten gegessen. Wir haben uns zu einer völlig anderen Gesellschaft entwickelt. Jeder von uns dachte heimlich daran, das Fleisch der Verstorbenen zu essen, aber keiner traute sich, das auszusprechen, bis einer sagte, ich bin verrückt, ich glaube, ich würde Tote essen. Das Fleisch der Toten ermöglicht den anderen das Überleben. 72 Tage sind sie in der Eishölle gefangen. Wie kam es, dass du die Hoffnung nicht aufgegeben hast und gesagt... Ich finde das so krass, er ist jetzt der 70, ne? Weil ich habe mir, als ich den Film gesehen habe, habe ich mich wirklich gefragt, so, boah, krass. Also, wie alt sind die wohl geworden? Ich hab ehrlich gesagt gedacht, dass die alle schon verstorben sind, ne? Also, jetzt nicht auf dem Flug, ne? Sondern, ja, ich finde das einfach krass, dass es wirklich noch Zeitzeugen gibt. Heftig. Meint ihr, die sind jemals noch mal in so ein Flugzeug gestiegen? Ich will überleben. Es war ja mehr als eine Woche, länger als einen Monat. 72 Tage. Meine Mutter hatte mir mal gesagt, wenn einer meiner Söhne stirbt, dann sterbe ich auch vor Trauer. Ich musste zurück und ihr sagen, weine nicht mehr, ich bin am Leben.
Das gab mir die Kraft. Die wurden, also zumindest war das im Film, die wurden für tot erklärt, Leute, ne? Also die haben die Suche dann irgendwann aufgegeben, weil die gedacht haben, sie finden nicht mehr. Das hatten die, die haben dann auch so Radios und sowas halt gefunden. Also beziehungsweise sich so gebaut und so ein Zeugs, ne? Also es ist heftig. Ab welchem Tag hast du beschlossen, wir müssen es alleine rausschaffen? Am zweiten Tag. Am zweiten Tag? Ja, die Piloten hatten ja noch durchgesagt, wir haben Curicó in Chile überflogen und dann dachten wir, hinter den Bergen gibt's vielleicht Hilfe. Und wir müssen halt über die Berge klettern und dann sind drei von uns los. Am zweiten Tag wolltet ihr schon hoch? Ja, am zweiten oder dritten Tag. Aber die kamen halb erfroren zurück und waren fast tot. Es war noch nicht die richtige Zeit dafür. Und wir hatten kein Equipment für minus 30 Grad Celsius. Roberto Canessa wagt mit zwei Kameraden nach 60 Tagen einen Marsch, der die Rettung bringen soll. Offizielle Bergungstrupps hatten die Suche längst eingestellt. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Luftbildaufnahme angucke und gucke, dass wir hier rüber müssen, willst du mich komplett verarschen? Als die drei Überlebenden loslaufen, wissen sie nicht, ob sie irgendetwas finden werden. Wir wollen wissen, wo genau sie langgelaufen sind. Das Flugzeug ist hier gegen den Berg gekracht und ins Tal hinuntergerutscht. Wir sind hier hoch und dann wurde Tintin sehr müde und uns wurde bewusst, wir brauchen seine Verpflegung. Dann haben wir ihn zurückgeschickt und sind von hier oben bis hierhin abgestiegen. Das waren 10 Tage? Ja, und 10 Nächte. Wenn man oben auf dem Gipfelgrat steht, da geht es auf der anderen Seite steil runter. Da konnte man im Schnee rutschen. Ah, also ist da gar kein Schnee mehr? Nein, da ist es trocken. Wie viele Kilometer sind das? Ungefähr 60. 60? 60 hoch und runter. Wartet nicht so lange, um gute Menschen zu werden. Das Leben gibt uns mehr, als wir brauchen. Und wir tun immer weniger, als wir könnten. Wartet nicht erst, bis euer Flugzeug abstürzt, um zu merken, wie viel ihr drauf habt. Boah, schöne Menschen. Schöne Worte. Mega schöne Worte. Auf Wiedersehen. Alles krass, was er erzählt. Hat auf Wiedersehen gesagt. Hat voll Gänsehaut. So. Ich hätte fast angefangen zu heulen am liebsten, so, was er da teilweise erzählt. Das war krass. Man muss sagen, dass die meisten Situationen, Extremsituationen, die ich erlebt habe, ja immer Situationen waren, in die ich mich selbst hineinbegeben habe, freiwillig. Freiwillig, ja. So, das ist eine ganz, ganz andere Grundlage, als wenn du wirklich aus dem Nichts in so eine Situation kommst und es ja wirklich ums Überleben geht. Die waren halt Tage, Wochen, Monate hier. Ja, das heißt, klar, da kommst du in Situationen, wo du dich dann auch irgendwann fragst, was mache ich eigentlich hier, was ist mein Warum? Das wird, glaube ich, nie jemand wirklich fühlen können, der das nicht selbst erlebt hat. Also es ist schon dann was Besonderes sozusagen, mit diesem ganzen Wissen jetzt vor Ort nochmal mit jemandem gesprochen zu haben, der damals dort dabei war und dann zu diesem Ort hinzukommen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall was Besonderes werden. Die Schwestermaschine des abgestürzten Flugzeugs, eine Fairchild Hiller FH-227, steht heute noch auf einer Airbase in Montevideo. Krass. Boah, hier kommt der gleich richtig krasse Dose entgegen. Im hinteren Teil waren damals die Koffer verstaut. Das Heck finden die Überlebenden aber erst 37 Tage nach dem Absturz. 3 Kilometer vom Rumpf entfernt. Das ist brutal. Ich habe ja viele Lost Places schon angeguckt und irgendwie auch Flugzeuge, Hubschrauber und was nicht alles. Wenn man das jetzt so normal sieht hier, ja cool, spannend. Aber diese Story dahinter, zu wissen, das ist ein baugleiches Flugzeug, da waren die Sitze, da sind die zerquetscht worden, hier ist es abgerissen, da haben die geschlafen, so war das gedreht. Also das macht es halt so krass lebendig. Man hat diese Story im Kopf, man weiß, wie der Ablauf war und steht jetzt, ich stehe quasi hier an der Abrisskante. So, und das macht natürlich schon irgendwie was mit einem und macht es irgendwie auch deutlich lebendiger, die Story, das so zu sehen vor Ort. Ja, das ist schon krass. Gewinne, Gewinne, Gewinne! Ich verlose meine Ausrüstung vom BW Online Shop für dein nächstes Abenteuer. Gehe jetzt auf bwonlineshop.de und gewinne einen von 50 signierten Artikeln. Am nächsten Tag fliegen wir die gleiche Route wie damals nach Argentinien.
Von Montevideo über Buenos Aires nach Mendoza am Fuß der Anden. Hier war die Unglücksmaschine zwischengelandet. Von dort fahren wir mit dem Bus Richtung Absturzstelle in den Süden. Okay, was? Warte, das hat irgendwie gehangen, ein Internetproblem oder sowas. Wir leben in einem Internetneuland. Wisst ihr? Hier war die Unglücksmaschine zwischengelandet. Okay. Von dort fahren wir mit dem Bus Richtung Absturzstelle in den Süden. Es war Dienstag, der 13. Beim Einsteigen fragt einer, ist das der Unglückstag oder ist es Freitag, der 13.? Dieses Internet wird sich ohnehin nicht durchsetzen, ich glaube auch. Internet. 10. Und einer sagt, das werden wir heute sehen. Ach du meine Güte. Freitag, der 13., habe ich gerade richtig gehört? Na, ist das der Unglückstag oder ist es Freitag, der 13.? Und einer sagt, das werden wir heute sehen. Ey Leute, eine Freundin von mir hat am Freitag, den 13. geheiratet, ne? Gab's immer, alle Termine waren frei. Und die sind noch zusammen. Die haben jetzt sogar ein Kind. Man 1400 Höhenmeter, obwohl man eigentlich nur 400 machen soll. Ja. Und da kommt natürlich dann bei mir irgendwann eine Frustration auf, weil ich natürlich auch einen Kontrollverlust habe. Weil ich in dem Moment natürlich einfach jemand bin, der hinten dran hängt, Vertrauen hat und dieser Planung vertrauen muss. Und komme ich manchmal nicht so gut mit klar. Hat er sehr gut ausgedrückt. Ich kann es manchmal aber auch verstehen. Ich hab's vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen, nach jetzigem Plan müssen wir morgen... Das hat ihn gerade sehr sympathisch gemacht, muss ich jetzt sagen. 1300 Höhenmeter aufsteigen, was an sich jetzt nicht das Problem ist. Ja. Also die 1300 Höhenmeter, ich habe auch schon irgendwie 3000 Höhenmeter an einem Tag gemacht. Aber es geht natürlich darum, in gewisse Höhenlagen zu kommen, wo der Körper dann schon nicht mehr ganz so gut funktioniert und man sich eigentlich entspannt akklimatisieren sollte. Ne? Man sagt so, roundabout ab 2500 geht das Ganze los, da sollte man sich erstmal akklimatisieren und dann pro Tag 400 Höhenmeter maximal aufsteigen, was das Schlaflager angeht. Also man kann ruhig schon mal über einen Pass höher und wieder absteigen. Aber ja, wir werden theoretisch nach dem Plan der Bergführer, was für mich sehr, sehr komisch klingt, 1400 Meter aufsteigen morgen und dann da schlafen, was für mich völlig utopisch klingt, aber ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Ich kenne die ganzen Symptome, die kommen können beim Thema Höhenkrankheit und ja, wenn es nicht geht, dann sage ich das halt einfach und dann muss ich zur Not wieder umdrehen, ganz einfach. Einfach rein in die Achterbahn und abfahrt. Yalla, let's go. Boah, Sterne. Oh mein Gott, Leute. Ja, man, hab jetzt schön hier meine Isomatte, Schlafsack. Ja, man, jetzt kann ich richtig schön pennen. Freue mich drauf, 5,5 Stunden. Und dann geht's auch schon wieder aufs Pferd. Aber man merkt, so langsam beginnt das Abenteuer hier. Ja, man, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen auf dem Pferd. Bis dann. Geil. Er ist Glückspilz einfach, dass er dabei sein darf, ey. Krass. Freunde, wir haben jetzt gerade 5.07 Uhr. Wir hatten eine Tiefstemperatur heute Nacht, habe ich gerade gecheckt, von 9 Grad. 3.44 Uhr war ich wach. Die haben hier irgendwie angefangen, weiß ich auch nicht, Pferde einzusammeln oder so. Da war übelst Randale. Nee. Neben Proviant benötigen wir auch Kletterequipment zum Überqueren des Gipfelgrats.
Damit beladen die Gauchos nun die Pferde. Bevor es dann aber losgeht, bekommen wir zum Glück noch eine sehr in die Tiefe gehende Einweisung. Eine Einweisung, wie man im anspruchsvollen Gelände reitet. Pendiente, precipicio, tenemos mucha bajada, subida. Siempre cuando subimos, el cuerpo hacia adelante. Immer wenn es hochgeht, nach vorne lehnen. Cuando descendemos, los pies apoyados hacia adelante, el cuerpo hacia atrás. Also Körper nach hinten, wenn es runter geht, und nach vorne, wenn es hoch geht. En los cruces de los ríos, si los mareamos, tratamos de no mirar el río para no marearlo, miramos para otro lado y... Frente, no, los caballos lo hacen solo, ya el recorrido. Okay. Also wenn wir einen Fluss queren, dann nicht aufs Wasser gucken, nicht nach rechts, nicht nach links, sondern nur geradeaus. Alter, ist das hoch! Sieht man das krass, dass die Augen von dem einen Pferd gerade so zugemacht hatten. Warum? Warum macht denn die? Ist das Panik in Wachsen? Guck mal meine Beine an, wie die am Wackeln sind. Warum? Digga, ich bin noch nie geritten, Alter. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Der macht ja direkt so eine Tour, noch nie geritten? Crazy. Boah, die schmatzt ganz schön. Hört den Schmatzen? Jetzt gerade nicht mehr? Ich würde gerade wieder auseinander machen. Hört ihr Chico schmatzen? Ich hatte sogar nicht die Kopfhörer. Sorry. Schmatzgeräusche von Chico im Hintergrund. Ich bin einmal über die Rocky Mountains geritten. Saugeil. Aber für noch nie geritten und dann direkt sowas. Also muss ich sagen, Respekt. Wenn das Ding gleich losgeht, Alter, dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll, Mann. Digga, ich fühle mich... Er weiß schon, 72 Tage gefangen, dann ohne Pferd. Als wenn ich ins Flugzeug gesetzt hätte und plötzlich Pilot sein soll, ey. Alter, Fritz hat hier richtig so eine massive Hufe abbekommen, da. Alter. Bis zu 3500 Höhenmeter ist das Ziel heute. Ich glaube noch nicht, dass wir es erreichen werden. Wir schauen mal. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen den Ritt genießen. Mega. Es ist super geil, ohne Scheiß. Ich kann mittlerweile nachvollziehen, warum echt Leute gern mit Pferden unterwegs sind. Hier in Argentinien ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte in so einem Bergpanorama. Es ist total surreal. Es ist einfach geil. Ohne Scheiß. Ja, voll. Oh. Noch ist der Wasserstand der Flüsse relativ niedrig. Ey, für jemanden, der noch nie auf dem Pferd geritten ist, auch noch durch einen Fluss, ne? Boah! Halleluja, ey! Ja. Max, bist du jetzt bereit eigentlich für die erste Steigung, oder? Ja, es geht gleich hier so ein Stück hoch, das sieht aus wie eine Achterbahn, Alter. Aber ich sag immer, einfach draufhalten, aber wenn der Looping kommt, dann auch durchziehen. Ja, bisschen ballern, Leute. Erst war es eben noch diese ganze Weite so, es war alles grüne, saftige Wiesen, man ist so durchgeritten, die Sonne ging langsam auf, aber dann kam eben irgendwann der Punkt, wo es halt höher ging, das Pferd auch ganz schön zu tun hatte, uns da eben nach oben zu bringen. Und dann hat man zum ersten Mal so in der Ferne so diese großen Berggipfel gesehen. Dort oben ist das Flugzeug das erste Mal in den Berg gecrasht. Es kam von Süden, wir sehen die Nordflanke. Es kam von hier und ist dann auf eine andere Felsnase gekracht, die gibt es jetzt nicht mehr. Und dann ist die Maschine den ganzen Weg nach unten gerutscht, wie in einem Eiskanal. Sie liegt jetzt unten im Tal, das kann man von hier nicht sehen. Hä, aber dann wären die ja fast drüber gewesen quasi. Ja, das heißt, es sind vielleicht 30, 40 Meter Unterschied und die hätten es drüber geschafft. Krass, ey.
Wenn es hier runter geht, dann war es das auf jeden Fall. Super steil. Ey, ist auch anstrengend, ne? Fuck, Mann. Nicht nur anstrengend fürs Pferd, sondern auch für den Reiter ist das auch krasse anstrengend. Korbe hier links rum. Und Pumpe. Alter, das ist schon krass. Das ist schon besonders für jemanden, der noch nie geritten ist. Boah, also, das ist schon krass. Also, ich bin in meiner Jugend und als Kind immer also geritten, ne? Also, ich bin auf jeden Fall schon erfahrener Reiter, ne? Aber da wird selbst mir ganz schön die Pumpe gehen. Oh, wenn ich überlege, dass jemand, der noch nie geritten ist, der wird doch sich nie wieder auf ein Pferd setzen, Mann. Ist der irre? Oh mein Gott. Der hat wahrscheinlich nonstop sein Leben gekämpft, ey. Oh mein Gott. Schon echt krass. Aber das Pferdchen macht das schon ganz von alleine. Rechts, Leckchen. Rechts, rechts. Gut. Oh Gott. Alter! Links, 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 links. Das ist heftig gerade. Digga, das Stück war anders gerade. Alter! Hey, hat Fritz auch eine Links-Rechts-Schwäche? Ich hab die auch. Weil er sagt gerade links, links, links. Aber er macht nach rechts. Links. Das ist heftig gerade. Er hat gerade links, links gesagt. Aber links ist in die Richtung, rechts ist in die. Geil! Fritz hat das, glaube ich, auch. Leute, ich habe auch Links-Rechts-Schwäche. Ich sag rechts und meine links und sag links und mein rechts. Oder andersrum. Das Stück war anders gerade. Alter! Junge, Junge, Junge. Super steil, eng. Ey, krasse das, Kurven, fast 180 Grad. Dass hier das Pferd so lang kommt, Mann. Und beeindruckend, was die Tiere leisten, ey. Das ist echt heftig. Ey. Und dann kam der reißende Fluss. Wir hatten davon gehört, eben, dass es einen Fluss geben soll, der eben sehr gefährlich ist. Und das war schon ein mulmiges Gefühl. Wenn ihr den Fluss durchquert und das Pferd den Kopf nach unten senkt, zieht ihn hoch. Gerade hochziehen, okay? Okay. Okay. Zügel straff halten, nicht ins Wasser schauen und gerade ausreiten. Vor etwa 15 Tagen ist eine Frau hier ertrunken. Die hatte den Rucksack nach vorn gepackt, ist gestürzt und war tot. Also die ist auf einen Felsen geschlagen. Verrückt. Okay. Ach, warum gibt es da gar eine Brücke? Ach, ich kann gar nicht gucken. Was passiert, was passiert? Hä, ist es nur bei mir schwarz? Ach so. Oh mein Gott, wie geil. So ist das Ende des Videos. Oh mein Gott, ich habe gedacht, schon wieder mein Internet spinnt. Wie geil. Es ist wirklich eine Fernsehproduktion, Leute. Ey, Fritz, was geht bei Fritz mittlerweile? Richtig krass. Also wirklich richtig, richtig krass. Boah, stimmt, da steht ja auch Teil 1. Crazy einfach nur. Wann kam das Video online? Vor 11 Tagen, ne? Ui. Heftig, 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 heftig. Crazy. Besonders der Zeitzeuge war richtig interessant, oder?